Herzlich willkommen zurück zu Kirby Return to Dreamland. Wir sind hier in Stage 3.3 mit einer fehlenden Aufnahme, wieder gesagt. Weil mein OBS irgendwie nicht mehr mitmachen will mit Mikrofon entstummen. Ich habe keine Ahnung. Aber generell ist es schon stumm, aber es ist halt wieder dran, einfach zu sagen, ey, nein. Weil es einfach keinen Bock hat. Irgendwie, dass es dennoch aufnimmt, obwohl es entsperrt ist. Irgendwie ist er jetzt dran und das ist natürlich jetzt das sehr viel Zeit gekostet. Weil ich bin jetzt eigentlich schon bei Magoland gewesen beim Aufnehmen und da wollte ich gerade eigentlich das die Zähne wechseln und genau dann habe ich aufgefallen. Scheiße, warte mal, mein Mikrofon nimmt mich auf. Ja, und jetzt ist das so. Damit es aber jetzt nicht ganz so langweilig wird, versuche ich vielleicht ein bisschen Speedrun hier zu machen. Und natürlich ist mir jetzt diese schöne Musik auch ein bisschen angewonnen, obwohl ich sehr gut gelaunt war am Anfang. Was jetzt natürlich auch wieder komplett weg ist, wegen dieser scheiße Aufnahme. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Wieso muss das passieren? Wieso? Das regt mich so verdammt auf. Egal. Wir sind im Obstozean. Meine Stimme ist schon halb am Verkacken, weil ich gerade so viel mitgesungen habe. Wegen einer der besten Musik aller Zeiten. Okay, nicht aller Zeiten, aber von einer entspannten Musik. Wie man sich mithören will. Kirby, mach einfach nicht Unsinn. Ich will einfach schnell durch hier. Damit ich euch mindestens für mich noch ein bisschen aufregender habe, was Neues zu machen. Das triggert mich echt hardcore. Sowas muss einfach nicht passieren. Muss einfach nicht. Ja, diese wird eh runterfallen. Ach, ich hab doch egal. So. Jetzt kommt gleich ein Steinkampf, Leute. Ah, diese Waldschnecken sind auch so. So, Opa Klopsi kommt jetzt. Auf jeden Fall werde ich heute noch nicht den Boss machen von Welt 4. Weil das ist ja immer so zweistelligen Part. So 4, 2, 6 war das ja immer. Und das, glaube ich, werde ich auch erstmal noch drin behalten. Den muss ich eh noch auf Magoland machen, weil ich habe keinen Bock, dass ich am Ende irgendwie 10 Magoland-Parts aufeinander treffen. Und ja, deswegen wechseln wir uns das immer ab. Auch wenn mal ein Part vielleicht ein bisschen länger ist, wegen dem Magoland. Hier wäre das erste Zaubertangrad gewesen. Das erkennt man, wenn so eine Höhle drum ist, wie dem beim Zaubertangrad, aber ein Stern drin ist. Oh Junge, was ist das für eine riesige Statue? So, hier, Leute, ich kenne das auswendig jetzt schon. Hier ist es ganz hinten. Weil du musst es einfach nachvollziehen, also nach Vollfolgen. Es ist immer dieselbe. So, das ist das hier. Und irgendwie kann man auch schon denken, dass es irgendwie am Ende ist. Weil am Anfang kann es eigentlich nicht sein. So, auch wenn man denkt, so, nein, jetzt mache ich falsch und alles. Nein, nein, nein. Hier ist das Hammerzahnrad Numero Dross. Und ich hatte heute voll den coolen Part anfangen geplant oder gehabt. Mann, ich hatte heute so richtig mit meiner sehr guten Brille, als Sonnenbrille getan natürlich, euch den Sonnenschein-Tobi gezeigt, mit so einer Plakette, wo die Sonne aufs Gesicht strahlt. Natürlich so als irgendwie als keine Ahnung, getarnt. Und dann so eine Carpsonne, die ja auch noch steht, die ich dann trinke währenddessen. War alles schon geplant gewesen. Und mein OBS denkt sich auch wieder so, nee, mein Mikrofon muss wieder nicht erkannt werden. Und ja. In diesem Level gibt es zum Beispiel auch die Ultra-Fähigkeit. Und zwar sehen wir die jetzt, Fragezeichen. Oh nee, ich darf die Bürste nochmal machen. Nein. Auf jeden Fall, es gibt die Ultra-Flamme. Oder besser gesagt, die Drachenflamme. Oh. Man kann die skippen? Okay. So. Lieber will ich die Zähne haben, als sie eigentlich abzufackeln, aber hey. Das sind meine Gegner. Deswegen, scheiß drauf. Und hier mache ich nach oben. Gegner wieder gegen den Bildschirm donnern.
Und Leute, ich habe gesehen, anscheinend werden die Leben doch nicht resettet, weil ich habe das Game nochmal neu gestartet, um irgendwie Hoffnung zu haben. Nein, bitte, bitte lass es da. Aber anscheinend werden die Leben in diesem Game oder in diesem Remake nicht resettet. Ist eigentlich was Tolles, aber das Kirby-Game ist eigentlich nicht schwer. Deswegen verstehe ich nicht, wieso das gemacht worden ist. Okay, jetzt passiert vielleicht noch der zweite Tod oder was? So, ich hab Mutter Vater getötet, okay. Ich renne durch, Leute, ich renne durch, ich renne in die Hölle. Drachenflamme. Oh, erstmal Tintenfischbraten. Obwohl ich, was ich auch gesagt habe, dass das hier vielleicht sogar das beste Ultra-Versteck ist aller Zeiten. Denn, wie ich schon gesagt habe, im zweiten Part. Ne, im ersten Part war das sogar auch schon. Im ersten Part habe ich fast Welt 1 komplett gecleared. Hätte ich auch gemacht. Hätte ich auch machen können. Dass dieser Baum da ja eigentlich gar nicht umgefallen ist im anderen Game. Das heißt, die sind doch schon mal rübergegangen, um zu sagen, dass mich von einem Hai gefressen werde. So, vielleicht kommen wir auch heute in diesem Part deswegen ein bisschen weiter. Ich stelle mich auch heute jetzt nicht mehr ganz so gut an. Weil es halt einfach nicht mehr gut gelaunt bin. Also schon, doch, ich bin sehr gut noch gelaunt, aber ja. Ja, scheiß auf den Stern, ganz ehrlich. So, hier einen Stern hin. Da hinten sind nur Sterne, also deswegen mache ich mir jetzt keine Mühe mehr. Ich nehme hier den Speer, Leute, und ich fresse die Banane. Wo so ein Schiff-Level ist, wo ich auch mal heute noch gesprochen habe, dass so dieses Schiff-Level auch so geil wäre. So diese Abwechslung zwischen Wasser, aber auch Land halt. Schiff einfach, klar, Strand auch. Aber so ein Schiff wäre es doch, ist doch einfach was Geiles. Hat, glaube ich, Donkey Kong Tropical Freeze auf jeden Fall so ein Level. Das weiß ich, weil ich es ein bisschen selber gespielt habe. Natürlich nicht komplett durch, aber Donkey Kong wird auch noch irgendwann kommen. Ja, das ist zwar ein forderndes Game und ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Selbst wenn nicht, dann habt ihr halt ein, sehr viel Leiden. Mal sehen, ob wir die 100 Tode schaffen. Bisher habe ich hier noch keinen einzigen Kill gemacht und wenn Sven hätte, der hat sich herausgefunden. Und ja, dann ab in die Tür. Ich habe auch jetzt mir die Maske gewechselt. Das ist das Einzige, was ich hier gemacht habe. Okay. So. Die nächste Welt wird auch eine Eiswelt. Und ja, ich habe euch zwar jetzt gespoilert, aber es ist nicht so schlimm, weil das Game ist von 2011. Das hat wahrscheinlich jeder mal gespielt. Gerade jetzt, weil es für die Switch released worden ist. Und deshalb, ja gut. Ich habe auch schon im Magoland die neue Maske vom Genie rausgeholt. Und das ist ja dann die vom neuen Boss. Und mit der machen wir auch wahrscheinlich dann den nächsten Boss. Das heißt, immer das so weitermachen. Und hier ist einfach die Shelly. Oh mein, jetzt vergesse ich schon wieder, dass ich hier diese Fehlaufnahme habe. Dieser Soundtrack einfach mich so beruhigt und sagt, ey, alles ist gut. Ich geb dir diese geile, chillige Musik. Dance up und genieß dein Leben. Genau die jetzt da kommt. Diese ist so happy und jetzt verliere ich echt schon meine Frust. Jetzt irgendwie bin ich sogar froh, dass ich es wieder hören kann. Ich würde sogar sagen, es ist sogar vielleicht einer der besten Kirby-Soundtracks aller Zeiten. Weil ich weiß, ich lehne mich da vielleicht ein bisschen aus dem Fenster. Aber für mich ist es schon guter. Ob das der Beste ist, ich denke eher, und das gebe ich ganz ehrlich auch zu, nein. Aber es ist schon ein sehr guter. Gerade aber für dieses Game würde ich schon denken, doch, es könnte schon in den Top 3 landen. Ja, hier macht man das, Leute. Jetzt macht man das, jetzt macht man das. Bubidub. Und jetzt öffnen wir das hier.
Damit werden wir unser erstes Zauberzahnrad, Nummer 1. Hier machen wir es jetzt ab. Hier nicht von der Stachelsäule gestört werden. Okay, ich hätte mir jetzt hier oben nochmal Schwert holen können, aber scheiß drauf. Ach ja, diese Kirby-Musik ist einfach nur wunderbar. Ich will nicht gefressen werden. Ich will kein Haifutter werden. Ah, guck mal, diese Musik, die macht mir jetzt schon wieder alles weg. Ey, geh ich Game Over? Dann kommt das wahrscheinlich nur, weil ich hier alles durchrunne, weil ich jetzt nicht so Bock habe. Jetzt so, okay. Mit der Unterwasserfähigkeit hat man natürlich größere Blasen. Ich glaube, die sind sogar so ein bisschen lila. Das heißt, oh, die sind sogar sehr gut. Hier ist ein Super-Lolli drin. Ja, ich habe euch gesagt. Aber eigentlich finde ich Spoiler nicht schön. Gebe ich ehrlich zu. Deswegen versuche ich das immer aufzuhalten. Aber dieses Game ist halt nochmal ein Remake. Deswegen lasse ich da sein. Und die Games, die eh alt sind, die jetzt nicht neu sind, kann man ruhig spoilern ein bisschen. Aber nicht so Final Boss mäßig, obwohl das eh jetzt auch schon verwirrt kennen sollte. So, hier ist das dritte Zauberzahnrad, glaube ich. Boah, ich habe keine Ahnung. Das zweite? Boah, ich habe keine. Ich weiß es nicht. Haie verreckt! Eigentlich für das Tier wohl. Für nicht, aber egal. Ah, hier kommt jetzt Zauberzahnrad Nummer 3. Also jetzt gleich. So, weil wir die Speerfähigkeit brauchen. Oh, man kann mit der Wasserfähigkeit auch sehr gut im Unterwasser schwimmen. Also viel besser als sonst. So. Leute, den Speer... Ah ne, den Speer dürft ihr verlieren. Irgendwann dürft ihr den Speer nicht verlieren. Aber der Zeitpunkt kommt noch. So, jetzt gehen wir hier hoch, hier hoch, hier hoch. Die Weintrauben lasse ich liegen. Lieber Weintrauben ein bisschen anders. In Getränken. So, okay. Tintenfisch, lass du. Du hast es geschafft. Obwohl, nein, ja nicht. Du wurdest von der Stachelkugel überrollt. Ich glaube, das ist schmerzvoller Tod als von mir so einen Stachel einfach nur reinbekommen. Oh. Yo, Kirby, also. Ich weiß, dass du zum Friseur musst mit deiner Glatze. Aber du musst dich jetzt nicht von der Stachelkugel schon frisieren lassen, so ein bisschen. So, Zauberzahnrad Nummer 3. Bam, bam, bam. So, Leute, ich zeige euch die beste Fähigkeit im gesamten Spiel. Und zwar die Schlaffähigkeit. Die Schlaffähigkeit. Ganz kurz auch eingenickt. Das liegt dran, weil wenn der Benutzer, der Kirby spielt, auch die Fähigkeit macht, wird man auch eingeschlafen. Ja, so. Ein neues Item haben wir. Und zwar die Zeitbombe. Ja, die Bombe wird größer, fetter und alles. Und irgendwann geht sie auf, aber nicht so schnell, weil ich hier jetzt ein bisschen zu schnell war und ich von meiner eigenen Bombe getroffen worden bin. Hier war auch unten ein Margolor-Ticket, also Margo-Ticket. Mal sehen, ob ich jetzt auch hier im First Try versuche. Oh nein, oh nein, oh nein! Nein! Natürlich, jetzt schaffe ich es nicht im First Try. Jetzt verkrepiere ich gleich auch noch. Natürlich, natürlich.
Nur weil ich mich dumm angestellt habe hier. Nur weil ich da irgendwie nicht mehr laufen konnte. Und da wäre Zauber... Digga! Zauberzahnarzt Nummer 3. 4. Das letzte kommt nämlich jetzt. Und jetzt dürfen wir den Speer, die Fähigkeit, die wir gleich bekommen, nicht verlieren. Weil die für uns eine wichtige Rolle spielen wird. Also ich hoffe, dass wir den Speer noch bekommen, ja hier. Boah, diese Krabben. Also ich habe mich sogar so aufgeregt, dass diese Krabben einfach nur scheiße sind. Ich war auch ein Mago-Ticket zum... Oh nein! Speer, bitte, Speer, bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Speer meistens so, oder unter Wasser so ein bisschen dauert. Wir müssen nach oben, Leute. Wir müssen nach oben. Hier ist das nächste Zaubertrainrad. So, nein, nein, nein. Komm. Ich will Level beenden, ich will Level beenden. So, Speerbiene. Ja, egal. Okay, Level beendet und ich trinke mal von der Capri-Sonne, die ich extra für diesen nice Anfang gehabt hatte. Zu denen hatte ich noch voll die Einsatzsträhne heute. Mann. Alles verdorben hier. Scheiß OBS. So, Boss-Time. Nein, natürlich nicht. Wir gehen ins lustige Magoland. Leute, es ist gar nicht lustig. Es ist einfach nur scheiße und quälend. Habe ich irgendwas gesagt? Nein. Auf jeden Fall ist auch Genie jetzt da angekommen. Und bevor ich überhaupt was gespielt habe... Ja, für mich ist jetzt alles auch klein. Und Leute, als ich gesagt habe, als ob ich nie eine Partie gewonnen habe. Ich habe, glaube ich, wirklich nie eine Partie gewonnen, ohne einen Fehler zu machen. Und dann denke ich mir auch nur so, what? Ich versuche eigentlich auch nur einfach... zu gewinnen muss ich halt nicht mal. Ich versuche einfach... einfach keinen Fehler zu machen. Wir wissen eh, dass die letzte Runde, diese letzten 25 Sekunden, eh alles rauskillt, weil, doppelte Punktzahl ist halt einfach auch schon krank. Ja, diese letzte Chance ist einfach krank. Ja, Leute, ich bin jetzt auch ein bisschen vorsichtiger natürlich. Aber mir soll es also eigentlich auch sogar Schnuppe sein, deswegen chill ich hier mein Live. Und ich glaube, ich habe jetzt diese Partie auch gewonnen. Ich hoffe es zumindest. Mit wie vielen Punkten? Ah, 16 Punkte. Ich glaube, das könnte ich sogar die 100 Punkte jetzt geschafft haben. Ja, eine Partie ohne. Perfekt. Aber das blöde Ding ist halt einfach, ich habe keine Elfenmaske. Und dann würde ich auch diese 100 Punkte bekommen. Das heißt, wir machen jetzt irgendwie ein anderes Minigame. Vielleicht bekomme ich die jetzt. Nein, ich koch Kawasaki. Okay, dann kann ich es erstmal nicht machen. Wir hatten auch Eierdotten freigeschaltet. Gott, was ist Eierdotten? 10 Eier auf. Haben wir eine König-DDD-Maske? Dann machen wir jetzt Eierdotten als erstes. König DDD, König DDD, haben wir König DDD, wir haben kein... Obwohl, doch. Ja, dieses Geräusch. Oh. Oh. Okay,
Dann machen wir jetzt schon mal Eierdotten. Und ich glaube... Nee, es ist eigentlich einfach, würde ich sagen. Ja, komm. Eierdotten können wir heute richtig ab. Drücke A, um Kirby den Mund weit zu öffnen. Jetzt wird es Trubel. Sowohl Eier als auch Bomben werden zu dir geworfen. Versuch so viele Eier wie möglich zu fangen. Aber verschluck dabei auf keinen Fall Bomben. 15 Eier auf einmal sammeln oder hintereinander ohne Bombe, könnte ich mir vorstellen. Welches Eierdotten doch einfacher, als ich mir vorstelle. Oh, los! Ah. Mit einer Bombe ist sofort zu Ende. Ja gut, aber 100 Punkte sehe ich mich jetzt nicht echt schwer an. Ja, guck mal, schon 3 Missionen. Schwierigkeit 2, let's go, machen wir jetzt 15 Eier hintereinander. Level 3 einmal spielen, haben wir auch schon wieder 2 Missionen auf jeden Fall fertig. 100 Eier sammeln insgesamt, könnte easy werden. Ach du Scheiße! Ja, ja, wird easy, ich. Ach du Scheiße. Okay, okay, Concentration. Wie viele sind in einer Reihe? 10, glaube ich. Ich habe, glaube ich, keine 15 auf einmal, oder? Ich weiß es nicht. Bitte. Ja, 15 dann ineinander. Noch 4 Aufgaben. 20 Eier in ein... 20 Eier hintereinander. Egal, es geht schnell. Es geht schnell. Es ist eine Hauptsache. 20, okay. Digga, das war ein bisschen überraschend. Okay, Facecam aus. Concentration. Nein, aber ich muss ja 20 auf einmal hintereinander sammeln, ohne dass ich irgendwie eins verkacke. Ich glaube, das ist die schwierigste Mission. 20 auf einmal. Ja, ja. Ich meine, so 10 schaffe ich auf einmal, aber dann verliere ich die Concentration irgendwie. Ja, guck mal, das ist so unfair. Diese Bombe kommt, aber sofort muss ich dann den Mund aufmachen, weißt du? Ja, okay, das ist assi. Okay, ich würde sagen, noch ein, zwei Versuche, dann schneide ich euch sonst auch den final Versuch rein. Ja, okay, ich glaube, es wird eher auf den final Versuch reinschneiden zu kommen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir sind uns im Final-Versuch. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Jetzt habe ich echt nochmal Schwierigkeit 2 meistern, weil ich komplett verkackt habe, 3 zu meistern. Ah. Ja, hier kann ich eigentlich auch nur einfach einsaugen lassen, um ganz ehrlich. Hier ist es mir egal eigentlich. Na. Naja, Highscores ist auf keinen Fall. Kirby, okay. Wie? Dann genug Eier um jede Schwierigkeitsstufe. Wie? Muss ich alle fangen? Dann bin ich hier weg. Dann bin ich aber hier weg. Sag nicht, die wollen, dass ich alle fange. Dann bin ich weg. Nein. Okay, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Das machen wir irgendwann anders. Okay. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen... Oh, wir haben jetzt eine zweite. 25 Mission, eine Gold-Goy-Statue. Okay, Leute, dann würde ich sagen... Ah, Magoland-Tour ist jetzt... Okay. Ich werde das mal schauen mit Meister alle Klassen. Und wenn das wirklich ist, fangen alle 30 Eier. Goodbye. Weil ich sag mal so, es für uns fehlen hier noch ein bisschen. Wie? Ach du Heiliger. Ach, wir müssen sogar ein Item machen. Ach, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Im nächsten Part gibt es den Boss von Welt 3. Ich würde sagen, wer den nicht verpassen will, kann gerne abonnieren. Bis dann und ciao.